Salut Bissom, wie wäre in den nächsten Jahren unsere Walter Hüssen? Denn mit der Trockenheit, mit den Insekten und mit den Pilzen gehen ordentlich viel Bäume kaputt. Was dagegen ihr tun? Und hauptsächlich, was für Bäume in den nächsten Jahren pflanzen? Das ist ein richtiges Rätsel und du in Herzbach wäre Lösungen gesucht. Le hêtre, c'est surtout en périphérie, là où il y a le soleil qui tape. Il dépérit par au milieu à peu près, il casse en deux, on dit le sous-nabrand. Schon wieder gibt es eine Sitzung auf der Mairie. Der Mayor, sein Stellvertreter und der Präsident vom Försterverein studieren die Karte vom Stadtwald. Eins stellt sich fest, viele Bäume sind krank oder dicht. Ich habe hier angefangen, wo die ersten Bäume umgekehrt sind. An jedem Wind, an jedem Gewitter. Hat der Telefon geschaltet auf der Mairie, da liegt der Baum auf dem Weg, dort liegt der Baum auf dem Weg. Und dann haben wir müssen wir aufräumen, das ist immer mehr Kuh. Und noch einen Moment haben wir gedacht, das ist doch nicht möglich, dass das nur die Wurzeln, ja, nur der Boden ist. Und dann haben wir nachgedacht mit der UNF, wie man sagt. Und dann haben wir gesehen, dass das Ding drin ist, ein Pilz unten in den Wurzeln. Und einer am anderen ist gefallen. Und dann sind sie noch in der Parzelle, nicht nur über den Weg. Und man da reingeschaut hat, ist traurig. An der Straße entlang und im Wald drin sind viele Tiere Bäume abgemacht worden. Sie sind gefährlich gewesen für die Autofahrer und auch für die Fußgänger. Dasche sind von der Chalaros, ein Pilz verfressen. Donne wäre von der Skolit, kleine Insekten, verlichert. Und Bauern tun mit der Trockenheit einfach Tiere. Donc là, on voit déjà assez nettement la zone reliquelle du peuplement qui est déjà très mitée. On voit qu'il reste plus que quelques tiges. Une partie est comme ici tombée. Et une bonne partie avait déjà été exploitée à l'automne dernier. Donc on a tout le peuplement, en l'occurrence ici 3 hectares, qui en 2 ans ont été complètement attaqués par les scolytes. À ce niveau-là, on voit les loges des différentes larves qui commencent à se développer, avec ici une larve qui est en cours de développement. On en devine une autre dans le trou ici, puis on voit les différentes galeries creusées par chaque larve. Et une fois qu'elles auront atteint l'âge adulte, elles vont forer un trou pour sortir et aller infester un autre arbre. Was machen mit der Erwärmung? Soll ein Baum gesetzt werden, wie im Moment im Süden wachsen? Eine Frage, wie niemand kann richtig beantworten und auch die UNF nicht. Der Gemeinderat sucht Lösungen. Und für den Waldbeschützer ist ein Programm kürzlich eingeführt worden. Auf einem alten Schlachtfeld sind Bombenlöcher zu Wasserlöchern gemacht worden. Ob es Baum, wilde Blumen sind gesät und gepflanzt worden, sie wachsen unter einer Hochspannungsleitung. Und von jetzt ab wird hier nie mehr gemeint. Es hilft sicher etwas mit. Es kann nicht schaden, aber in der Natur. Was wir hier machen, ist wieder ein wenig wild bleibt. Oder? Also nicht nur, wir brauchen hier kein Roundup. Es ist nur der Wild, der Kut, wie man sagt, den wir brauchen. Oder? Und es ist noch kein Milligramm Gift hier drauf gekommen. Nicht, es wird nicht gespritzt, es wird nur unterhalten, als wieder die Natur überhand nimmt. Das ist auch sehr essentiell. Insekten, Frische, Schlangen, Ime bringen wieder Lava auf dem alten Schlachtfeld und vielleicht in den kranken Wald. Das ist der Wille von den Einwohnern, wie ihre Bäume gut pflegen. Deswegen sind sie vom Staat belohnt worden mit dem Prix National de l'Arbre. L'Arbre pour nous est un élément un peu fédérateur quoi, de toute une politique de préservation de l'environnement. On a essayé déjà dès les années 80, dans le cadre du remembrement, de remettre en. On a replanté des haies hein, pour justement la biodiversité et puis la faune. Mais après, on a également ce patrimoine forestier qui est très important, très riche, hein, et qui fait aussi la force de notre village. Et donc on a fait également un programme de renaturation et puis de renouvellement de ce patrimoine arboré. Die Gemeinde hat viele Probleme mit seinem Wald. Heute kostet er fast mehr, das, was er inbringt. Mit über 700 Hektar ist er der größte im Süngoi. Da wird alles gemacht, für das der Wald wieder schlappt. On essaie d'être actuellement le plus optimiste possible, même si depuis 2-3 ans l'avenir est plutôt un peu sombre. Maintenant, on fait confiance à la nature pour nous surprendre, comme elle sait si bien le faire.